Ali war ein braves Kind, wie man es heute nur ganz selten findet. In der Schule war er ein Gehirnathlet, hat selten onaniert, kam trotzdem nicht spät, treibt sich nicht herum, spielt lieber mit einem Aquarium. Ja, hallo, grüß euch, willkommen bei Sinnesilz, wie man schon sehen kann. Heute mein 20. Video. Ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt noch eins ein, dann haben wir die 20er mal voll. Und dieses 20. Video möchte ich heute dem österreichischen Film widmen, denn der wird eigentlich so gut wie nie oder sehr selten besprochen und das gehört schon einmal erwähnt, wie ich finde. Gut, nachher fangen wir an mit einem ganz besonderen Stück, nämlich Muttertag. Muttertag ist eine herrliche Komödie von Harald Sicherwitz, einer meiner Lieblingskomödien vom österreichischen Film. Die etwas härtere Komödie, die darüber handelt, wie so ein Muttertag in die Hosen gehen kann und was da alles passiert. Mit österreichischen Filmgrößen wie Roland Thüringer, Alfred Dorfer, Reinhard Novak und so weiter. Diese schön in Schwarz gehaltene DVD ist sicherlich einmal ein Blick wert, auch für die deutschen Kollegen sollten sich das einmal antun und da mal reinschauen. Muttertag, nicht zu verwechseln natürlich mit diesem Horrorfilm, obwohl der ist sicher nicht weit davon entfernt, so von der Handlung her geht es da ziemlich zur Sache und ich finde den einfach spitzenmäßig gelungen. Muttertag von Harald Sicherwitz. Dann noch einmal Harald Sicherwitz Film Poppitz. Roland Thüringer, einfach genial. Also Roland Thüringer ist einer meiner Lieblingskabarettisten und Schauspieler. Und in diesem Film, das ist so eine Urlaubskomödie, da zuckt er so richtig aus. Also der hat so richtig cholerische Durchdreher. Und das ist einfach ein Genuss. Und da gibt es so ein bisschen den Konflikt zwischen Österreichern und Deutschen im Urlaub. Und das sollte man sich unbedingt anschauen. Also das ist ein sozusagen eine Komödie, die man einfach nur aus, die einfach nur aus Österreich kennen kann. So lustig kann nur Urlaub sein. Schaut euch das an. Poppitz ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp. Dann wieder was von Roland Thüringer. Und zwar die Viertel-Liter-Klasse. Da geht es nicht um Autos, sondern da geht es um ein Problem. Das ist eher so Tragikkomödie, möchte ich mal sagen, ein Drama. Und zwar geht es da um die Alkoholproblematik. Und Roland Thüringer spielt da gleich vier Rollen, nämlich den Herrn Frusch, den Herrn Angst, den Herrn Zorn und den Herrn Stress. Alle seien aus verschiedenen sozialen Schichten und alle haben dasselbe Problem, Alkohol. Und was dabei herauskommt, das sieht man eben in der Viertel-Liter-Klasse. Einmal was ganz anderes. Dann haben wir noch einen Regisseur, den man ja auch kennt, zum Beispiel aus Müllers Büro. Niki List, Helden in Tirol. Das ist auch eine super Komödie und hat ein bisschen musikalische Einlagen. Ist fast ein kleines Musical, wird ab und zu mal gesungen. Und da geht es eben um den Kampf gegen den Tourismus, weil da eben so eine kleine Dorfgemeinde in Gefahr läuft, vom Tourismus heimgesucht zu werden und die Dorfbewohner versuchen, das zu verhindern. Helden in Tirol, auf jeden Fall einmal ein Blick wert. Eine sehr schöne Veröffentlichung. Ich weiß gar nicht, ob es den Film noch so zum Kaufen gibt, aber man kann ja mal nachschauen. Auch recht empfehlenswert. Dann, ich habe natürlich auch die ganze sackbauerische Geschichte, ein echter Wiener geht nicht unter, das dürfte jetzt, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Diese ganze Serie stelle ich jetzt nicht davor, weil das kennt eh ziemlich jeder. Und zwar stelle ich jetzt vor den Kinofilm Echte Wiener, die Sackbauer-Saga mit den alten, also mit den Originaldarstellern von damals. Sind sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen, beziehungsweise schon ziemlich alt. Und das ist eben die Fortsetzungsgeschichte von diesen ganzen TV-Serien. Ein Echter Wiener geht nicht unter. Finde ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Es wird jetzt bereits an einem zweiten, an einer zweiten Fortsetzung gedreht. Ich glaube, das heißt die Depperten und die Gespritzten. Und da geht es eben um das Leben von Mundl, als er alt ist, und seinen Enkel, sein Enkelkind und seinem Sohnemann, der ihm da auch ein paar Probleme macht. So,
Dann geht's weiter mit Roland Thüringer. Wieder einmal eine Heimwerkerkomödie. Das muss man sich wirklich einmal anschauen, weil wenn Thüringer baut, dann fliegen die Fetzen. Hinterholz 8, einfach genial, wiederum von Harald Sicheritz. Über 3,5 Millionen Kinobesucher in Österreich. Das ist wirklich ein sehr erfolgreicher Film gewesen. Der hat meines Erachtens, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, sogar Godzilla in den Schatten gestellt von der österreichischen Kinobesucherzahl, was ja eigentlich nicht weiter verwunderlich ist, weil es handelt sich da um diesen Emmerich-Godzilla. Den kann man ja getrost vergessen, da gehen wir tausendmal lieber Hinterholz 8 anschauen. Die Probleme von einer Häuselbauerfamilie, die sich also ein kleines idyllisches Häuschen am Waldesrand herrichten wollen, und das geht alles sowas von gründlich in die Hose, und auch wieder diese cholerischen Wut- und Zornausbrüche von Thüringer, einfach traumhaft. Also Hinterholz 8 auf jeden Fall am Blick wert. Dann haben wir wieder was von, diesmal ein bisschen was anderes, von Wolfgang Murnberger, der ist jetzt vielleicht nicht so bekannt. Wolfgang Murnberger hat unter anderem auch Himmel und Hölle gedreht und Ich gelobe, auch sehr empfehlenswerte Filme. Die sind zusammen in einer DVD drauf, in der Standard-Edition. Bei Komm, süßer Tod geht es um die rivalisierenden Rettungsvereinigungen, die sich da gegenseitig die Patienten und diese Verletzten da wegschnappen wollen und erfinden da die großartigsten Geschichten, wenn man das anstellt, diese Patienten abzuliefern, aber witzige Geschichten, unter anderem mit Josef Hader, Nina Broll. Es ist wirklich auch eine sehr empfehlenswerte Komödie, ist schon mal ein anderer Einblick in das österreichische Rettungswesen, bitte nicht abschrecken lassen. Dann haben wir wieder einen Harald Sicheritz Film, Wanted, mit Alfred Dofer und Michael Niavarani. Dieser Film gefällt mir auch besonders gut, weil da versucht ein, der Alfred Dofer spielt da einen Chirurg, der eben durch seine Tagträume diesen Stress und diesem Alltag der Klinik entrinnen will und stellt sich immer wieder vor, dass er im Wilden Westen unterwegs ist und auf dem Pferd reitet und erlebt da so seine Abenteuer und landet schlussendlich in der Psychiatrie, was ihn aber nicht davon abhaltet, die Abenteuer weiter zu träumen. Und das ist wirklich was Sehenswertes. Das ist ein österreichischer Western eigentlich. Sollte man sich echt einmal anschauen. Ist was Besonderes. Gut, und dann haben wir zum Abschluss noch eine Dokumentation, die ich auch nicht vorenthalten will. Und zwar von Erwin Wagenhofer. Erwin Wagenhofer hat eben da für den Filmladen einen Dokumentationsbericht abgeliefert, We Feed the World. Da geht es eigentlich um das, wie Lebensmittel vergeudet werden, wie Lebensmittel auf den Müll geschmissen werden, nur damit der Marktpreis aufrechterhalten bleibt, und wenn es ein bisschen angeschlagen ist, das Obst und das Gemüse, wird es eben in Massen und zu Tonnen mit Lastwagen auf den Müll geschmissen, und das, diese Dokumentation, das geht ja eigentlich ums Essen, ist wirklich genial gemacht und regt wirklich zum Nachdenken an. Beste Dokumentation 2005, hat einige Preise gewonnen, in Toronto unter anderem. Das ist diese Edition von Filmladen Falter. Ist nicht ganz billig, das Ding. Ist so ein kleines Digipack oder keine Ahnung, da ist so ein Booklet auch noch mit drinnen. Schaut recht gut aus und ist sicher mal eine Empfehlung, wenn jemand einmal, vielleicht braucht jemand einmal eine Dokumentation für die Schule oder sonst für irgendein Projekt, da empfehle ich auf jeden Fall We Feed the World, sollte man sich anschauen. Kostet zwar so um die 20 Euro herum, aber ist auf jeden Fall auch Anschaffung wert. So, und damit schließe ich für heute und wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein kleiner Einblick in die ins österreichische Filmschaffen. Und sollte man auf jeden Fall mal erwähnen, denn aus Österreich kommen natürlich absolut gute Filme und das sollte man auch weiterempfehlen und auch einem breiteren Publikum bekannt machen. Ich bedanke mich und Sinneshild sagt Pfiat Denk und Tschüss.